Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Project Unstable 6. Ja. Hi. Heute später kommt dann auch noch ein Update-Video. Das soll da eigentlich schon vorgestern kommen, nur ich war nicht zufrieden, hab's nochmal neu aufgenommen. Dingens hier zum aktuellen Packstand. Genau. Wann es nun kommt und so weiter. Keine Sorge, es ist kein Datum drin. Oh, jetzt habe ich schon gespoilert, warte. Ich habe was gebaut. ich habe ein bisschen mich ausgetobt und habe ein kleines Bäumchen gebaut. Dieses Bäumchen, ja, soll einfach nur den Platz ein wenig verschönern. Ich habe das hier umgesetzt. Ihr seht, es kommt jetzt von da, geht hier rum. Und nicht mehr hier hinten rum. Dafür habe ich hier eine Mauer gebaut. Ich habe hier den Boden im Endeffekt schon mal fertig gemacht, dass hier so ein bisschen Weg ist. Es gefällt mir noch nicht ganz, aber hier hinten die Ecke ist schon mal okay. Wie gesagt, hier das Bäumchen reingeballert. Ja. So zwei, drei Sachen. So, dann haben wir theoretisch noch was ich gleich mal erforschen kann. Weil, das seht ihr dann mal im Update-Video. Ich habe es schon erforscht. Und zwar hier die Native Cluster. Ich habe ein paar Native Cluster hinzugefügt. Wir haben jetzt Platin, Iridium, Titanium, Osmium und so weiter. Ja, das ist toll. So, genau. Also da haben wir jetzt noch ein bisschen was mehr. Aus irgendeinem Grund wird das nicht angezeigt. Und ich weiß nicht warum. Mal ganz kurz gucken. Hier ist das Osmium nachher drin. Aus irgendeinem Grund werden die Sachen nicht angezeigt, bis ich reloade. Was passiert jetzt? Okay, es zeigt immer noch nicht an. Aus irgendeinem Grund ist der Kleine im Moment verbuggt. Und ich weiß nicht warum. Weil den Rest fügt er hinzu. Ah, jetzt habe ich auf dem Server reload, aber nicht im Client, ne? Aus irgendeinem Grund wird es im Client nämlich nicht sofort angezeigt. Ich müsste jetzt in Singleplayer gehen und müsste reloaden, dann werden mir die Sachen angezeigt. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Nun gut, ja. Genau, also das. So, ich futter mal ganz kurz den Sorini. Und, ja, was machen wir heute? Bienchen. Wir fangen mit Bienchen an. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich nämlich ein paar Apiary gemacht. Dafür brauchten wir so ein Impregnate Casing und dafür brauchte ich Seed Oil. Das kann man im Squeezer machen. Da habe ich einfach einen Haufen Seeds reingeballert und habe Seed Oil gemacht. Und das im Carbon dann zusammengemackt. Ich habe, glaube ich, sogar immer noch Seed Oil theoretisch da. Ja, ich habe noch einen Eimer Seed Oil da. Ja, so. Jedenfalls. Müssen wir einmal küken. Und zwar. Jetzt muss ich gerade mal. Was wollte ich jetzt als erstes machen? Ja. Die Anfänge von Bienen im Endeffekt. Und zwar. Wie funktionieren Bienen in Forestry? Das machen wir heute im Bienenfolge. Bienen sind relativ einfach. Erstmal, was man wissen muss, es gibt Prinzessinnen und es gibt Drohnen. Eine Drohne kann mit einem Prinzessin zusammengebracht werden und dann arbeitet sie, hat einen bestimmten Typ und am Ende kommt da irgendwas Tolles raus. So. Wir brauchen auch noch ein paar Sachen. Zum einen brauchen wir noch einen Analyzer. Da, Portable Analyzer. Dafür brauchen wir zwei Eimer Wasser. Machen wir ganz kurz hier. Und dann brauchen wir noch eine Centrifuge. Also wir brauchen noch zwei Sachen. So. Tin, Glas, Redstone. Diamant. Glaspane. Und Tin. So. Dann mache ich das mal ganz kurz im Carpenter. Ich brauche mein Eimerchen. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Huch. So. Wunderbar. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Und zack, zack. Dann kann das Ding schon mal arbeiten. Wir machen uns ja inzwischen halt die Centrifuge. Das ist noch ein Block, den wir definitiv brauchen. Wenn wir mit Bienen schön anfangen wollen. Brauche ich Konstantan? Bitte sag mir, ich habe noch 4 Konstantan, danke.
So, Rest sollte ich eigentlich alles haben. Genau. Also ich brauche noch das Konstantin-Gear. Zack. Zack. Warte mal, hatte ich? Ah ja, das Kabel hatte ich rübergezogen. Das hatte ich jetzt noch nicht gezeigt. Ne? Ich habe das Kabel einmal hier rumgezogen und hier drüben zugemacht. Ich habe die Mine verschoben. Ich habe das Netherportal habe ich auch verschoben. Kann ich gleich nochmal zeigen. Einfach mal erstmal das Centrifuge. Den Block brauchen wir nämlich noch. So. Gut. Und ich knall den auch erstmal jetzt hier irgendwo mit dran, weil wir haben ja noch nicht genug Zeug hier irgendwo random rumstehen. So. Gut. Was ist da jetzt kaputt? Warte mal. Warum kommt da kein... So. Always active. Ah, jetzt voll. Gut. In der Centrifuge können wir nämlich, das ist das erste, was wir machen, wenn man losgeht, ne? Das erste, was wir brauchen, ist nochmal ein Scoop. Entschuldigung. Ich muss anders anfangen. Wir fangen nochmal ganz anders an. Also, wie sammle ich Bienen? Erstmal, wo bekomme ich Bienen her? Bienen gibt es in Hives. Ich habe ja schon gesagt, es gibt hier die, auch noch was. Es gibt die Prinzessin und es gibt die Drohnen. Kann man zusammenbringen in einem Beehouse. Das ist das erste Ding, was man auch beispielsweise in Dörfern finden kann. Oder halt in einem Apiary, das Ding, was ich jetzt zum Beispiel schon mal gecraftet habe. So, und wenn man einen Bienenhive gefunden hat, ich muss nur mal ganz kurz gucken, wo ich hier einen sehe, weil hier sollten eigentlich viele sein, aber... Irgendwie bin ich gerade zu blöd einzusehen, aber ich bin schon an 5 vorbeigelaufen. Das ist der von Pam's Harvestcraft, das ist der falsche. Gucken wir mal ganz kurz einfach mal hier rüber, in dem Biom soll es auf jeden Fall was geben. Jedenfalls habe ich noch ein anderes Item, und zwar den Beesmoker habe ich noch gemacht. Der Beesmoker kann dämpfen, da haben wir zum Beispiel was. Und zwar kann ich jetzt hier zu so einem Block hingehen, kann da drauf Rechtsklick machen, dass er so ein bisschen dampft, dass ich so ein bisschen Smoke mache und das beruhigt die Bienen. Und dann kann ich den Hive abbauen und ich kriege keinen Damage und ich kriege Bienen raus. Warum ist das wichtig? Wenn man das nicht macht, kann ich auch mal ganz kurz zeigen, wenn ich einen Hive jetzt mit dem Scoop abbaue, um dort raus einfach Bienchen zu bekommen, dann werden wir ein Problem bekommen, weil die Bienchen tun uns weh. Mal ganz kurz hier drüben, das ist nochmal ein Hive. Bau mal ab. Aua. Man kriegt Damage. Weil die Bienen sind natürlich nicht gerade glücklich darüber, dass man den Hive abbaut und stechen einen erstmal. Deswegen, ja, immer den Beesmoker mitnehmen und versucht am Anfang erstmal einfach Bienen zu sammeln. Am Anfang abgrasen die Landschaft, Hives mitnehmen, Bienen sammeln. Denn ihr braucht Drohnen. Die Drohnen braucht ihr vor allem, nicht Drohnen, ihr braucht die Prinzessin, Entschuldigung, es geht hauptsächlich um Prinzessin. Ihr könnt eine Drohne haben, das reicht schon fast fürs meiste, aber ihr braucht einen Haufen Prinzessin später. Denn Prinzessinnen können sich nicht vermehren. Drohnen kommen bei den meisten Bienen mehrere Drohnen raus nach einem vollendeten Cycle, aber dazu kommen wir dann noch. So. Zack. Okay, das war nicht richtig gesmoked. Ich würde eigentlich am liebsten gerne noch einen anderen Hive haben. Das war ein Meadow Hive und nicht die ganze Zeit nur jetzt die Windtree. Ich glaube, wir werden die wenig brauchen. Nun gut. Moment, jetzt muss ich überlegen, wie ich jetzt am besten... Es ist ein bisschen durcheinander, diese Folge. Es tut mir leid. Weil ich einfach immer mit meinen Gedanken schon 10 Meter weiter bin. Gucken mal, hier sollten wir in den Magical Forest sollten wir noch ein paar Bienen finden. Noch ein paar andere Bienen. Keine Meadow zwar, aber ein paar andere halt. So, Moment. So. Und zwar theoretisch unusual, glaube ich noch. Weil das erste, was... Ah, nee, doch, wir finden Meadow. Wunderbar. Meadow sind sozusagen mit Standardbienchen. So. Komm her. Es gibt so ein paar Grundbienen und das sind alle, die man praktisch in Hives findet. Alles andere muss man sich züchten und irgendwie zusammenmengen aus anderen Bienen. Und wie das geht, das machen wir dann auch gleich noch. So.
Theoretisch sollten dann doch hier auch Forest Bienen sein an Bäumen irgendwo. Jo. Wunderbar. Dann nehmen wir nochmal den Forest Hive mit. So. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, ich hüpfe mal schnell nach Hause. Wenn ich unterwegs noch auf einen Hive stolper, nehme ich den noch mit. Oh, ein Pech! Hi! Kann ich dich mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Hi! Darf ich dich scannen? Super, danke. Gut. Gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Ich versuche mich zu beeilen. So, und zwar kann ich ja noch mal ein bisschen weiter erklären. Das erste, was wir nämlich machen werden, ist uns eine kleine Versorgung an Honig zu machen. Wir brauchen nämlich Honey Drops. Und die bekommen wir aus Honeycombs, die uns die Bienen wunderbarerweise produzieren. Ja, und dafür gibt es dann die Centrifuge. Die Centrifuge erlaubt uns nämlich dann diese Honeycombs in Honeydrops umzuwandeln und Honeydrops aus diesen Honeycombs zu bekommen. Diese Honeydrops brauchen wir dann zum Analyzen, aber dazu kommen wir dann gleich. Wie gesagt, es ist ein bisschen durcheinander, es tut mir leid, dass ich ein bisschen halb planlos bin, aber ich habe leider keine genaue Abfolge. Mir fallen immer so ein paar Sachen ein und dann erzähle ich die und da fällt mir so ein Moment, aber du musst doch noch das erzählen und dann hin und her und dann, ja, es tut mir leid. Ich bin nicht der Tutorial-Mann, ich bin eher der, ich spiele und versuche nebenbei zu erklären, was ich mache. Und selbst das kriege ich nicht hin. So, warte mal, ich nehme nochmal irgendwas zu essen hier. Habe ich irgendwas nochmal? War nicht hier Äpfel? Habe ich hier noch, das habe ich auch gegessen gehabt. Nehmen wir mal das hier. Muss unbedingt noch ein bisschen mehr mit Essen was machen. Das wird da nochmal ein bisschen das aufstocken, was wir da haben. Brot. So. Okay. Jetzt erstmal zum Einigen und zwar die Bienen schmecken. So. Wir können nämlich die Honeycomb nehmen. Und können die oben in die Centrifuge packen. So, das radert jetzt durch. Das dauert einen Moment. Portable Analyzer kann man schon rausnehmen. So, und dann kann ich schon mal zeigen, wie der aussieht. Und zwar, wenn man damit rechtsklick macht, hat man hier oben einen Slot, da kommen Honeydrops raus. Rein. Die machen wir gerade. Zack, Honeydrop. So, der kommt hier oben rein. Und danach kann man eine Biene drunter packen. Beispielsweise könnte ich jetzt hier irgendeine Biene nehmen. Ich zeige einfach mal. Ich nehme mal einfach eine... Ich habe sogar schon kommen, okay. Ich nehme einfach mal eine Meadow. So, zack. Und danach wird die erkannt und man sieht praktisch, was der aktive und inaktive Zweig ist. Jede Biene hat zwei Traits. Wie gesagt, aktiv, inaktiv. Aktive Zweige sind das, was die Biene produziert, wie sie aussieht und was praktisch der Haupt ist, der stärkere Zweig sozusagen. Kreuzt man nun zwei Bienen, dann kann es passieren, dass sie entweder mutiert zu einem komplett neuen Typ, oder dass der zweite Typ als inaktiver oder beziehungsweise aktiver Zweig in eine Biene kommt. Dadurch kann man dann eine Biene haben, die zum Beispiel im aktiven Meadow ist, im inaktiven zum Beispiel, Forest. Das kann man dann machen, dazu kommen wir dann noch. Hier sehen wir noch ein paar andere Sachen, Klima und so weiter, dazu kommen wir dann später noch. Das Wichtigste ist erstmal, dass man praktisch weiß, es gibt zwei Zweige. Wenn man jetzt einfach nur Honeycombs haben möchte, was jetzt für uns erstmal das Wichtigste ist, macht man erstmal Folgendes. Mich stört, dass ich hier Leaves platziert habe. Platziere mal die Hives hier hin. So, ich habe hier vier Hives. Und wir nehmen jetzt einfach mal eine Meadow Princess und eine Meadow Drone. So, zack, zack. So, das ist interessant. Ist das nur, wenn ich einen Analyzer in der Hand habe? Ja, cool, das ist neu. Man kann hier auf den Analyzer klicken. Too cold. Mhm, okay. Also für die Meadow ist es zu kalt hier. Der Vorteil ist, wir haben Fluss. Das heißt, das sollte jetzt relativ einfach gehen, weil im Fluss können die meisten Bienen leben.
Deswegen probieren wir einfach mal jetzt hier auf unserer wunderschönen Brücke Bienen zu züchten. Gucken wir mal. Das ist jetzt eine Queen geworden. Ist immer noch too cold. Das ist immer noch Boreal Forest. Ich dachte, das ist River. Ich dachte, das ist ein River-Biom. Doch, River. Ah, hier drüben ist eine. Okay. Moment. Ist hier schon? Ja, hier ist ein River. Okay. Gut, machen wir es mal so. Ich packe das einfach mal jetzt hier vorne rein. Da soll es funktionieren. Hier sehen wir auch drinnen, was praktisch das Klima ist. Und jetzt ist nur Daytime. Kriegen wir eine Sonnenfinsternis oder was? Anscheinend. Not bright enough. Toll. Okay. Ich mache nochmal Folgendes. Und zwar haben wir ein wunderschönes Addon drauf. Oder, ich erkläre nochmal was anderes. Entschuldigung. Ich weiß, das ist sehr durcheinander. Es stört mich gerade extrem selber. Also. Fangen wir nochmal ganz locker an. Man hat Hives, man sammelt die, man hat Bienen, man hat Drohnen, man hat Prinzessin. Packt man eine Prinzessin und eine Drohne zusammen, kriegt man eine Queen raus. Diese Queen produziert was, stirbt dann nach einer gewissen Zeit. Das ist praktisch ja diese Live-Spanne, die man hier sieht. Zack, da. Dieser Balken hier, der füllt sich dann am Tag, wenn sie arbeitet, füllt sich das Ding. Und, also leert sich das Ding so rum. Und wenn es leer ist, ist die Biene tot. Man kriegt eine Prinzessin raus und eine Drohne. Allerdings gibt es da eine Einschränkung. Und zwar gibt es Prinzessinnen, die sind ignoble. Und es gibt Prinzessinnen, die sind pristine. Pristine-Prinzessinnen haben immer eine 100%ige Chance, dass wenn die Queen stirbt, also wenn die Prinzessin zu einer Queen wurde und die Queen stirbt, immer eine neue Prinzessin rauskommt. Das ist pristine. Ignoble hat eine Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passiert. Dass je öfter man das macht, desto höher ist am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann die Biene weg ist. Das heißt, eine Ignoble-Biene lohnt sich vielleicht, um Honeycombs zu machen, jetzt am Anfang, aber ab einem gewissen Punkt ist eine Ignoble doof. Weil irgendwann will man ja eine Biene automatisieren. Da will man ja gerne, dass die Biene die ganze Zeit dauerhaft weiterläuft und Sachen produziert. Ignoble ist da doof. Mit einmal ist die Biene weg. Deswegen auch zum Züchten sollte man, wenn möglich, nicht Ignoble nehmen, weil am Ende hat man nämlich eine Biene, die, ja, man sagt sich, ah, ja, ich habe endlich die Biene, die ich haben will. Ich mache davon jetzt mir, ich mache jetzt zu einer reinen Biene davon und flupp, es kommt keine Prinzessin raus. Kann alles passieren. Deswegen, doof. Falsch, da. So, ich nehme nochmal Honeycomb mit. Nicht Honeycomb, Honeydrops. So. Und jetzt kommen wir uns erstmal um was, eine erste Züchtung können wir schon mal anfangen. Und zwar möchte ich gerne, wenn wir mal gucken, aus einer Forest können wir ein paar Sachen machen. Wir können Common machen, wir können Cultivated machen, wir können Laprine, Mary, Arid und was weiß ich nicht, später gibt es dann noch einen Haufen mehr Bienen beispielsweise. Können wir versuchen, uns an eine Diamond Queen zu machen, die uns dann Diamond Comb macht, woraus wir Diamond Nuggets kriegen. Also Diamond Fragments, aus denen wir Diamanten machen können. Das könnten wir machen. Aber alles beginnt, wenn wir mal gucken, meist mit einer Cultivated. Und eine Cultivated ist eine Common plus Forest, das heißt, wir brauchen erstmal eine Common. Ich habe jetzt hier eine Common, aber die ignorieren erstmal. Wie macht man eine Common Biene? Und zwar ganz einfach. Man nimmt Forest oder gefühlt jede Standardbiene und verbindet die. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier eine Wintree, zack. Und die verbinde ich jetzt einfach mal mit irgendeiner Biene, die nicht Wintree ist. Das Problem ist, ich habe gefühlt keine Drohnen, sehe ich gerade. Gut, dass ich die Meadow mache, dann muss ich auch mal Forest machen. Okay, auch wenn es ignoble ist, ich versuche mal ein paar Drohnen nochmal zu machen. Verdammt, ich hab kaum Drohnen. So. Okay, hier ist jetzt zum Beispiel der Balken, der runtergeht. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir sehen, was praktisch für Drops rauskommen können. Die Mutations werden dann hier gelistet. Wenn man jetzt das Add-on beispielsweise nicht hat, kann man die Mutations darüber rausfinden. Und wir sehen hier beispielsweise, das ist der aktive Zweig, genau, auch Fertility, wie viele Drohnen kommt raus, wenn die Queen stirbt. Wie viele Drohnen bekommen wir raus? Wie groß ist das? Ist die Reichweite, in der es nach Blumen und so weiter abgrast?
Funktionieren sie in der Nacht? Funktionieren sie bei Regen? Funktionieren sie unter der Erde? Das sind alles noch Sachen, die wir dann haben werden. Wir können auch theoretisch hier noch über... Achso, das ist der zweite Ding. Wir können theoretisch noch ein bisschen mehr analysen. Und zwar gibt es nämlich noch von Forestry einen wunderbaren Table. Den da. Den Escritoire. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ist ein kleines Minigame. Dadurch kann man Bienenmutationen rausfinden. Man kriegt Research Notes, die beispielsweise Mutation Rates steigern und andere Sachen. Beispielsweise kriegt man auch manchmal nochmal einen Comb raus und so weiter. Ich würde sagen, wir machen das Ding einfach mal und ich zeige das mal ganz kurz. Was brauche ich dafür? Seed Oil, natürlich. Zack, Seed Oil und Wood. Okay, dann machen wir das mal eben schnell. Nein, so. Zack, zack. Escritoire. Escritoire. Ich habe keine Ahnung, was... Warum arbeitest du... Achso, ich habe kein Holz reingelegt. So. Dann zeige ich nochmal das Minigame, weil die Bienen brauchen ja eine Weile, bis die sterben. Und jede Biene, man kann ja auch die Lifespan sehen. Hier steht zum Beispiel, Lifespan ist shorter. Das heißt, sie hat eine relativ kurze Lifespan. Das heißt, das hier soll bis zum Ende der Folge wenigstens einmal tot sein. Das klingt immer so schlimm. Ich kann das mal analysen. Zack, dann sehen wir jetzt auch die Forestry. Die gibt sogar 3 Drohnen. Die hat eine sehr hohe Fertility, das ist sehr schön. Und man kann später die ganzen Traits versuchen auch zu kreuzen. Man kann Bienen versuchen zu kreuzen, sodass man am Ende die Traits von einer Biene in der anderen hat. Man macht dann hauptsächlich meist Drohnen einfach ganz viele. Von der einen Sorte, wo dann die Traits drin sind, versucht dann durch zufällige Mutationen das irgendwie hinzukriegen. Später kann man dann noch mit Genetics arbeiten und direkt die Traits reinbringen, die man haben will. Aber das geht erstmal ein bisschen zu weit. Jetzt habe ich auch so einen 2 gemacht, weil ich doof bin. Okay. Ja. Weil ich doof bin. So, machen wir das Ding mal kurz hin. So, und dann sehen wir jetzt, wir brauchen erstmal Papier. Zack. Zack. Muss ich das... Nee. Ach, muss ich da eine Biene reintun? Ja, ne? Das ist eine Windtree. Warte mal, ich packe mal eine Drohne rein. Ich habe da einen Haufen Windtree. Nehmen wir eine Windtree. Zack. So, dann können wir jetzt praktisch, das ist wie so Memory. Das heißt, Exotic, Exotic. Yay. Arcane, Arcane, Baron, Baron. Und wir kriegen als Belohnung Research Note, use this note in your hand to gain its knowledge, mutation discovered, chance for success is higher. Das heißt praktisch, wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu lernen. You memorize the note, dispose of the crumbled scrap of paper. You feel more confident in your ability to breed modest with Windtree to make common. Das heißt, wir können jetzt explizit lernen, was wir... warte nochmal. Wir können jetzt praktisch Windtree mit Windtree oder wir können auch expliziter gehen und können jetzt nochmal eine andere Drohne reinpacken, glaube ich, wenn ich mir recht entsinne. Zum Beispiel common. Nehmen wir mal eine common. Zack. Und zack. So. Ich glaube, das funktioniert so nicht, aber na gut. So, corroded. Spiteful. Und oily. So. Und jetzt wissen wir im Endeffekt, wenn wir Windtree und Rocky zusammen machen. Windtree und Rocky. Und das gibt. Das steht jetzt nicht hier. Aber wir sollten theoretisch. Windtree. Haben wir hier jetzt Mutations? Sollten wir doch sehen. Genau. Wir können mit einer Modest zusammen kriegen wir eine Common raus. Das wissen wir schon mal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist das hier drinnen gespeichert? Nein. Ist allgemein gespeichert. Okay. Wie komme ich denn jetzt? Place a genetic sample in the center to begin. Place more in the left slot and examine them for help. Probieren wir mal ganz kurz mal das hier. Achso, das war verkackt. Das war auch verkackt. Problem ist halt, das ist hauptsächlich Glück. Da jetzt das zu finden, was man finden will. Ich höre eine Katze. So.
Jetzt überlege ich gerade, war noch irgendwas. Das ist praktisch jetzt ein kleines Minigame, um noch ein paar Sachen rauszufinden, um diese Paper zu kriegen. Zack. Und danach kann ich jetzt beispielsweise, wenn ich Winfrey mit Rocky verbinde, habe ich eine höhere Chance, da jetzt was rauszubekommen. Ich weiß gerade nicht. Es ging doch noch irgendwie das Zeug. Examine Specimen. Zack. Honeycomb. Und Sorceress Common. Ah, New Species is Cultivated. Ah, da unten steht's doch. Genau. So. Das heißt, wir haben praktisch eine höhere Chance, dann manche Sachen zu machen, um zum Beispiel Cultivated rauszubekommen, um andere Sachen rauszubekommen, als an Bienchen. Was echt hilfreich teilweise ist, wenn man dann die Chance dadurch erhöht, wenn man die dann versucht zu kreuzen. Das einzige Nervige ist, ich weiß nicht, inwiefern ich das hier verbessern kann, sodass es leichter geht, weil es ist einfach nur ein zufälliges Klicken und Hoffen. Ich bin froh, dass man kein Papier braucht. Früher hat man, glaube ich, irgendwas gebraucht gehabt, um das zu discovern. Ja, na gut. So, machen wir erstmal weiter. Ich muss da nochmal genau reinlesen. Bist du tot? Nein, bist nicht. Du auch nicht. Okay, folgendes, wir machen mal eine Windschuhe rein. Examine. Ist wahrscheinlich zu warm. Jo. Wir denken, dann packen wir dich mal hier vorne hin. Zack, zack. Viel Spaß, kein Blumen. Du hast eine begrenzte Reichweite, ne? Also eine sehr kleine Reichweite. Wenn ich hier packe, reicht das? Ja, das reicht wunderbar. Gut, dann fliegen jetzt nämlich die Bienen. Übrigens, unsere eigenen Bienchen stechen uns nicht, außer sie sind aggressiv. Wilde Bienchen stechen uns, wenn wir in der Nähe sind. Also, nebenbei. So. Mutations sind hier keine gelistet. Hier sind aber gelistet, ne? Common, Common, genau. Das mal mit Rocky und mit Mordis kriegen wir eine Common. So. Gut. Am liebsten würde ich nochmal irgendeine Biene jetzt kreuzen direkt, aber ich glaube, da fehlt uns das Zeug. Ich muss dann bis zum nächsten Mal, bereite ich noch ein bisschen mehr vor. Es ist ein bisschen durcheinander leider, diese Folge. Es tut mir wirklich leid. Hatte ich ja nicht. Ja, hatte ich heute einen Drop rausbekommen. Dann sorgen wir dafür, dass wir nochmal einen Haufen Honey Drop kriegen. Strom habe ich noch genug. So. Rocky habe ich ein paar. Ich muss im Endeffekt jetzt versuchen, irgendwie das Zeug zu kreuzen. Meadow Ignoble. Ich habe nur Ignoble. Ich muss unbedingt nochmal suchen. Ich versuche trotzdem jetzt einfach mal die schon mal mit der Windtree zusammenzuballern. Dass wir da nochmal irgendwas rausbekommen. Zack, zack. Wunderbar. Die Lifespan kann ich mir nicht angucken, ne, wie lange die noch ist. Ne. Bees need flowers. So. Gut, aktive und inaktive Zweig bei der Meadow sind jetzt immer noch die gleichen. Man sieht praktisch nicht, womit man es gekreuzt hat, bis man es hat. Man kann übrigens auch noch Frames machen, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Die verschiedene Sachen haben, die zum Beispiel die Lifespan runtersetzen, was relativ gut ist an vielen Stellen. Nova Frame. Der macht es anscheinend, dass es instant mutiert. Und diese Frames können halt hier, gesagt, Genetic Decay, dass man Effekte verlieren kann. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken, weil irgendwo gab es zum Beispiel Lifespan. Oblivion hat auch eine extrem niedrige Lifespan. Dafür brauche ich aber einen Haufen Zeug, das mache ich wieder nicht. Metabolic. Resilient. Temporal. Necrotic wäre eigentlich, glaube ich, das Ding, was ich lieber haben möchte. Dafür brauchen wir aber einen Runic Altar und da brauchen wir auch ein paar Sachen. Ich glaube, wir werden dann erstmal normale Sachen machen. Weil es gibt nämlich diese normalen Sachen, die zum Beispiel die Impregnate Frame, Proven Frame und so weiter, sorgen dafür, dass man mehr, wenn die Biene stirbt, kriegt man ja Honeycomb raus. Bei anderen bekommt man, je nach Biene bekommt man dann auch andere Combs raus. Hier ist ja zum Beispiel Honeycomb und hier ist es Frozen Comb. So. Ich warte jetzt mal ganz kurz, die sollte ja gleich tot sein. Oder... Keine Ahnung. Ja, das ist ein Lifespan, sie stirbt. Man kann es nicht schönreden. Ich will es wenigstens mal kurz zeigen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, was ich hier erzähle. Ich versuche einfach nächste Folge das nochmal ein bisschen besser zu erklären. Wenn ich dann vielleicht ein paar Bienchen vorbereitet habe.
Dann machen wir dann eh noch was anderes, aber dass man da irgendwie... So, sie ist gestorben. Wir haben eine Meadow Princess, immer noch Pristine. Und wir haben Meadow Jones, 2 Stück bekommen. Können wir jetzt beides analysieren. Zack, zack. Haben die gleichen Trades, wie sie vorher schon hatten. Aber wir machen die jetzt nochmal rein. Tun die nochmal durchjagen. Einfach nur aus dem einfachen Grund, ich will mehr Drohnen haben. Während sie die Lifespan abarbeitet, können diese Combs rauskommen. Wenn sie stirbt, nicht. Nur wenn sie, während sie arbeitet, besteht eine Chance, dass eine Drohne rauskommt. Und wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal von diesen Standard-Drohnen, Bienen noch ein paar Drohnen haben, dass ich halt nochmal Meadow und so weiter machen kann aus anderen. Weil man kann Bienen nämlich so ein bisschen dazu zwingen, sich zu mutieren. Oder was heißt zu mutieren? Zu einer anderen Biene zu werden. Es geht ganz einfach. Man tut eine Prinzessin immer wieder mit einer bestimmten Drohne zusammen. Man braucht einfach von einer bestimmten Drohne, sagen wir mal 20 sollten eigentlich schon reichen. 20 Drohnen. Man packt die rein und man packt die Prinzessin rein. Die Prinzessin stirbt und man nimmt die Prinzessin wieder, aber keine von den Drohnen, die am Ende rauskommen. Man will ja diese exakte Drohne haben. Und da lässt man es durchlaufen, 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 durchlaufen. Und irgendwann ist die Prinzessin nur noch diese Drohne. Weil man sie immer wieder mit dem gleichen DNA-Pool sozusagen füttert und dadurch nach und nach verändert sie sich, bis sie dahin kommt. Das ist dann, was wir am Ende machen werden für unsere Erzbienchen. Übrigens. Ja. So. Okay. So, der Rest schafft es nicht mehr jetzt diese Folge. Da ist noch ein Kommen rauskommen. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich muss nächste Folge definitiv das noch besser erklären. Ich werde mir vielleicht mal einen kleinen Notizzettel machen, um zu erklären, was ist. Und wie das funktioniert. Das ist vielleicht ein bisschen schicker, als so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich entschuldige mich, ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen verständlich und ein oder zwei Sachen konnte da vielleicht doch noch mitnehmen. Ich versuche es nächste Folge nochmal besser zu machen. Ohne dass wir weitergehen und dass ich dann vielleicht immer mal nach den Bienen gucke. Dass ich nächste Folge am Anfang nochmal erkläre ein bisschen mit den Bienen und danach immer so ein Update gebe. Ich habe jetzt diese Bienen gekreuzt, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Vielleicht nehme ich es immer mal zwischenzeitlich auf, schneide es dann zusammen oder was weiß ich nicht. Muss ich schauen. Jedenfalls bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und ciao.